So, meine Lieben, der Ian 100 steht heute auf meinem Plan. Mit dem möchte ich heute auch ein Let's Play machen, weil ich irgendwie Bock auf den habe. Ich habe in letzter Zeit sehr schöne Runden mit ihm gehabt. Jetzt nicht Let's Play würdig, aber es hat Spaß gemacht. Und ja, ich möchte heute mal ein bisschen, oder möchte den Panzer mal ein bisschen besser spielen. Ich habe von euch viele Tipps bekommen. Vor allem, das, was jetzt hier, was Klaus-Dings? Ja, ist egal, wer es mal geschickt. Auf jeden Fall derjenige, wo man diese ganz lange Anleitung geschrieben hat, wie man generell gerade mit so Ungetümen E100 und so fahren sollte, war der größte Ratschlag, was da drin stand, was ich mir immer wieder bewusst machen muss, ist, dass ich wie eine, ich bin zwar wie eine fette Sau, soll aber wie eine kleine Nadel irgendwo dazwischen stecken, damit die Gegner permanent von mir gestört gehen. Das wäre der E100 besten. Und ich sollte halt gucken, dass ich so eine Ausgangsposition halt auch habe. Ne? So, da gibt es natürlich wieder 10er TDs. Das ist mein Untergang. Artis. Und so probiere ich nach zu spielen, dass ich dann mit meinem E100 halt ein bisschen offensiver spiele. Klar, er ist halt wirklich, er hält einiges aus. Aber man muss halt sagen, die dickeren Tanks, die hauen mir durch den Helm einfach vorne durch. Das ist denen scheißegal. Boah, da hinten sind sie alle. Der E5 ist jetzt auch tiefer. Eine Runde tiefer. Oh, Broken, das dauert der Schuss. Der war so unnötig, ne? Jetzt mal ganz ohne Flaxi-Baxi, ne? Der war echt unnötig. Er hat auch seltsam doch gestanden, ne? Ich trag gar keine Hilfe irgendwie. Kenner, der mal hier rumschießt. Alter, ey, ich hanne nicht. Oh, meine Fresse, ne? Da komm ich nicht ran. Meint ihr, schafft das doch rüber? Oh. Wieder einfach in den Turm geknallt. Das ist so krass. Reparier den Scheiß, ey! Alle den Helm geballert, ey! Boom! Hat noch das gigantisch, ich wollte gerade sagen. Hat noch das Fick-Problem, dass der Schwanzpenner da hinten steht. Nicht ein Klick, dass die Arti mich nicht eben angebumst hat, ne? Alter, nicht ein Schwein gehabt, aber ey.
dummes... Du, ey, du Dreck! Ey, das doch gibt's doch wie beim AMX 1390. Schießt dem voll in der Helm und schaut ab, Braller. Mit dem E100! Du kleines Arschloch. Und schieß nochmal. Hilfe. Hilfe. Er hat zumindest getraut. Er hat zumindest getraut. Ah, da hinten ist das scheiß Objekt, dieser kleine Schwanzpups, ey. Oh nee, hätte ich mal das so lassen. Ich hätte ihm einen Ring gebreddert. Ja, wie eine kleine Stecknadel. Gut, aber der Sinn verstehe ich, weil etwa man ist mit dem E100. Etwa man ist schnell im Arsch, weil man irgendwie keine Unterstützung hat. Also allein sollte man auch nicht sein. Und er ist halt langsam. Und die meisten schalten, also die, was ich halt gemeint kann, die meisten schießen die Ämpfer mit allem, was sie haben, durch den Helm, weil sie sowieso dann umschalten auf die Goldmunition. Ist aber auch, also ich muss sagen, wenn ich einen 100 ziehe, ist das auch das Erste, was ich dann mache. Und jo, es ist halt auch sau schwierig, mit dem dann, sag ich mal, im Gefecht zu bestehen, wenn du dich nicht gut positionierst. Das ist fast mit jedem Tank so, aber ich merke, der Tipp hat mir eigentlich am meisten gebracht. Seitdem habe ich irgendwie so das Gefühl, dass ich dann ein bisschen besser verstehe auch. Ne? So, überlegen Sie, in der dritten Klasse, das heißt, ich kann vorwärts und rückwärts fahren. Bombensicher. Dann haben wir hier noch Stahlwand. Spartaner. Überleben Sie einen Abpraller oder nicht? Jo, ey, habt ihr gesehen, was dem... Halleluja, und ich klicke, dass der so scheiße geschossen hat. Naja, gut, ist halt so, ne? Was willst du da sagen? So, oh Gott, Bombler, Punkte gar nicht zu gucken. Sivelschuss abgegeben. Hier, Schaden durch die Panzerung abgewehrt. 3270 und natürlich Minusrunde mit Premium 21.300 und ohne Premium. Och du Scheiße, ey. 35.700. Lecko mio. Ich denke, das wird nochmal ein Zusatz gequetscht mit dem... Ich glaube, vom Let's Play, nee, das reicht noch nicht. So, und auf geht's im AMX 50. 100 auf Ella Luft, denn das spiele ich schon ganz viel. Mittlerweile auch irgendwie gär. Obwohl er nichts aushält. Aber er hat durch das Magazin, kann man schon ein bisschen schon was reißen mit dem, wenn man gut steht. So, Gegner sind zwei Artisten. Oh Mann, da muss ich wirklich da hoch. Muss ich wirklich dorthin? Wahrscheinlich, ne? Okay. Ich fahre dann einfach mal dorthin. FCM 50C ist Premium-Fahrzeug. Französisch! Jo, Rogan spielt viel Französisch. Ja, ist im Moment erst Endsicht, was halbwegs funktioniert und was ich auch möchte weiterspielen, ne? Aber ich denke mal, wenn ich so sehe, was ich wahrscheinlicher... Was weiß ich, kann man nicht so sagen, aber denke, der M103-Reihe könnte auch sein, dass der in nächster Zeit doch deutlich mehr gespielt wird als die Franzosen. Weil ich habe hier noch den Bad-Chat, ne? Haben auch nicht vergessen. Die Reihe noch fertig spielen. So, warten wir mal kurz. K.
Genau, lass mal die alle mal kommen. Heul weg, heul weg! Oh. Gleich schlägt die Artie bei mir in die Hand zum Gefühl. Es juckt mal schon am linken Zeh. HV5 kommt auch wieder. Das dort darf doch jetzt entworsten, oder? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Emil ist wäsch, aber ich habe schon die Hälfte Energie weg. Jetzt Schaden an mir gemacht. Das ist gar nicht. Darf doch nicht worsen, ey, bin ich ein Idiot mit dem Tank, ne? Nachladen? Und Kommandant, hol ich mir mal zurück. HV2. Oha. Komm, die soll die Holle gehen. Ich gehe mal. Scheiße, ich bin aufgedeckt. Gibt's doch nicht. Kommt mal daher, dass ich euch platt schießen kann. Ich denke immer, dass ich vergesse immer, dass das doch ein 7er ist, ne? Scheiße, Dummdock stand. 205 Schaden, immerhin. Und guck, wie schnell der schießt. Zack. Und schauen wir nochmal zocken. Ey, verlieh mir das doch, weil sehe ich das richtig?
Ich glaube, wir verlieren das. Gut, dazu. KV4 noch. Was macht denn der Emil eigentlich? Emil, was machst du eigentlich? Emil. Tu dem KV4 mal weh. Er hat schnell kassiert, sehr schön. Oleg. Oleg. Der schießt relativ schnell, ne? Scheiße. Schlau gemacht von der Arti. Jetzt sind bei uns nur noch zwei Tanks übrig. Also ich glaube, er wird jetzt abgeschossen. Ist auch ein Sechser, genau. Ja, ich glaube, er wird jetzt abgeschossen und die Arti kann jetzt auch nicht mehr. Scheiße, dass ich kaputt gegangen bin, ne? Kotzt mich gerade voll an. Kotzt mich gerade voll an. Zack. Gut gemacht, einfach gewahrt. Der ist gut, der Spieler. Müssen wir mal hier offiziell loben. The Tomcat 1990. Oh, halt doch einfach mal den Mund, ohne EDS. Die ganze Zeit nur am Meckern, am Maulen. Es gibt halt auch mal gute Spieler. Jetzt ziehe ich 100. Ich schreibe immer für die Zusatz, das Doc kommt als Zusatz gefischt. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das macht. Also vermutet. Er ist nicht aufgedeckt, gen. Was willst du jetzt machen? 6 Meter warten oder was? Das verlieren wir ja trotzdem. Jetzt in den Arsch schießen. Das ist ja krass. Ich bin nicht so konzentriert gewesen beim IS-3, hat man, fällt mir gerade. Eiert mich, dass ich da manchmal so unkonzentriert bin. Weil ich mich dann zu viel aufrege, dass die jetzt zum Beispiel so und so spiele. Aber das muss ich mir unbedingt abgewöhnen. Ich muss mein Spiel machen und dann konzentrieren und so gut wie möglich fangen. Wenn der hier Geschoss hat, dann kann ich hingehen, kann nur 2, 3 rinmümpeln. Optimal, abhauen gut ist. Nein. Bin unkonzentriert, gucke zu viel auf die Minimap. Und vor allem, wenn dann plötzlich so viele Abschüsse sind, gucke ich immer, wo ist das passiert. Ja, und dann bin ich unkonzentriert. Das ist schlecht. Wenn er jetzt losfahren würde, na, es sind 4 Stück. Komm ihn nach mir suchen. Der KV4 dort vorbeigefahren ist, denkst du, da ist nichts mehr? Oh. Der andere ist verunfallt. Der mich abgeschossen hat. Der Ekelbock. Das ist jetzt peinlich ein bisschen. Er schießt auf den eigenen Stützpunkt. Sau gut. Ganz, das ist eine gute Idee. Sehen wir gleich, ob er innen schlägt. Glückstreffer vielleicht noch.
Komm, schieß! Oder lädt doch noch lang nach. Was ist denn das, die 9er, oder? Ne, 8er. Das wäre ja geil, wenn er den weggerotzt hätte. Boom, Stützpunkt. Aber ich muss sagen, 12, 14, es ist für mich absolut geht das in Ordnung, wenn so Runden gespielt werden. Ich kann lieber sowas und verliere, anstatt, ich habe vorhin, ach super, auf 15, 3 und so gewonnen. Das macht keinen Spaß. So. Warum geht das schon wieder nicht? Duelland und... Oh, leck mich doch am Zippel. Wirkungsfeuer. So, wir haben hier gemacht 559 Erfahrung, trotz Loose, 2616 Schaden. Müsste Top-Schaden sein, ne? Ja. 3 Abschüsse, das heißt 11 Schüsse abgegeben, 11 davon auch getroffen und 11 mal durchschlagen sogar. Okay. Wir haben hier in der Runde mit Premium-Account 13.600 und ohne wären es 257 plus. Jo, ist geil.